Ja, hallo. Herzlich willkommen. Ja, was macht man, wenn es mal gerade nicht so läuft, wie man sich das so erhofft hat? Und ja, es könnte eine automatische Reaktion des Ärgerns, der Wut hochkommen. Und ich möchte direkt hier ein Beispiel nennen. Also, ich habe gerade vorhin ja versucht, über meinen Computer, über mein Skype-Programm an einer Lachsession teilzunehmen, was bis vor 2 Tagen ohne Probleme möglich war. Dann war ich ja jetzt einen Tag in Frankreich und ja, habe jetzt gedacht, na, dann schaltest du dich heute wieder ein und ja. Mein Skype-Programm auf meinem Computer sagt, nein, keine Teilnahme möglich. Also hat er noch niemals gesagt. Hat einfach nichts gemacht. Ich konnte auf Anruf te teilnehmen, tippen, aber es ging nicht. Ja, zum Glück habe ich ja noch ein Mobilgerät und wow. Da funktionierte es. Und natürlich spürte ich erst einmal so ein bisschen, ne, dieses ärgerliche Hochsteigen in mir, eine automatische Reaktion. Es läuft nicht so, wie er von mir erwartet. Und das ist ja, oh, das ist doch normal, das erwarten zu können, weil es lief ja vorher. Und dann. Ne? Erwarten wir natürlich, dass es auch heute wieder läuft. Nee, muss nicht. Nee, 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 nee. Das Leben da draußen und auch unser Körper, der muss nicht unbedingt nach unseren Erwartungen funktionieren. Ja. Als nächstes war die Idee, okay, dann machst du Folgendes. Anschließend läufst du direkt so ein bisschen die Müdigkeit aus den Beinen rausholen und diese Energie, so ein bisschen diese Wutenergie, die da noch drin steckt. Ne, so, das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Also laufen, 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 laufen. Ja, also habe ich meine Sachen angezogen fürs Laufen. Und was soll ich sagen? Ich höre da was durchs offene Fenster und denke, das hört sich verdächtig nach Regen an, nach viel Regen. Und es kam runter mit einem Schauer. Ja, dann war auch diese Idee, erst einmal ad acta zu legen. Zum Glück hat die dritte Sache, die ich mir dann vorgestellt habe, funktioniert, nämlich dass ich dann einfach jetzt mal ein Video aufnehmen, wo ich Zeit habe. Ja, und es hat funktioniert. Finally something happened, really, yeah. Ach, endlich. Zum Ende hat doch noch was geklappt. Aber halt, hat nicht vorher schon einiges auch geklappt? Konnte ich nicht die ganze Zeit ein- und ausatmen? Konnte nicht mein Körper sofort auf Dinge reagieren, das heißt auf meine Missmut, die ich da oben hatte, meine Erwartung wurde nicht erfüllt, da hat mein Körper sofort funktioniert und hat gesagt, das kenne ich, da schicke ich doch mal so ein bisschen Wut und Ärger hoch. Wow, guck mal, hey. Automatisch hat das reagiert. Ja, mir hilft es eben, das dann ein wenig mit Distanz anzuschauen und zu sagen, okay,
Christoph, da hast du eine Erwartung. Die darfst du auch haben. Das ist ja natürlich. Nur darfst du nicht erwarten, dass sich die Erwartung erfüllt. Ja, dann mache ich mich eben davon abhängig. Dann mache ich meine Stimmung davon abhängig, ob so ein Computerprogramm funktioniert, ob das Wetter so mitspielt, wie ich es gerne möchte. Ich kann mich einfach, ja, wenn ich mich dafür entscheide, davon lösen und sagen, okay, ja, that's the way it is. Aber konzentriere ich mich doch mal auf die Dinge, die noch funktionieren. Und was funktioniert? Ah, ich kann ein- und ausatmen. Dann kann ich dieses Angestaute, diese Erwartung loslassen und sagen, okay, heute mal nicht, ist ja auch mal was anderes. Na, wenn mir jemand sowas sagen würde, direkt so, na, guck mal, Christoph, das Programm funktioniert, ist doch mal was anderes. Wenn ich dann gerade so in dieser Phase bin, so, dann würde ich sehr wahrscheinlich auf denjenigen, der sowas sagt, sein. Ja, es gibt eben für alles vielleicht auch die richtige Zeit. Und ja, automatische Reaktionen dürfen kommen, aber ich darf dann auch erneut entscheiden, wie ich darauf reagiere. Und ich entscheide mich dann eben verstärkt dafür, dass ich das gar nicht mehr will, diese automatische alte Reaktion. Und dann lernt mein Körper neu. Und wow, hey, mein Körper kann noch was lernen. Ist das nicht toll? Wie sieht es mit deinem Körper aus? Kann der nicht auch was lernen? Neue Reaktionen einlernen? Zum Beispiel einfach tief einzuatmen, die Luft anzuhalten, zu spüren, dass da so eine automatische Reaktion ist und sie dann loslassen. Und vielleicht merkst du schon, dass es dir damit besser gehen kann, wenn du das loslässt. Ja. Und das bei mir automatisch ein Lächeln hervorruft, weil ich merke, ich habe eine Lösung gefunden. Und dann lasse ich mich überraschen. Natürlich werde ich immer mal wieder ausprobieren, ob mein Skype-Programm vielleicht neu aktualisiert wurde und es dann wieder funktioniert. Oder ich es vielleicht komplett runterschmeißen muss vom Computer und wieder neu laden muss, damit es funktioniert. Also diese Ideen kommen dann viel, viel leichter, wenn ich ein bisschen wieder entspannt bin, relaxed bin und sage, okay, that's the way it is. Plan A hat nicht funktioniert, Plan B hat nicht funktioniert. Plan C hat funktioniert. Ich kann das nutzen, was gerade ist. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und ja, schau einfach mal, was bei dir der Plan C ist, was definitiv noch funktioniert. Vielleicht das Atmen, vielleicht die Mundwinkel hochbekommen. Vielleicht einfach mich lieben können, mich annehmen können, mit all meinen Fehlern, mit allem Shit, was drumherum ist. Ja, danke. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag und wir sehen uns. Hoffentlich. Wenn YouTube funktioniert.